Hallo und herzlich willkommen. Und ich hätte mir andere Reifen kaufen sollen. Wir hätten irgendwie noch Geld zusammenkratzen sollen und irgendwie noch Reifen. Okay. Ich bin doch eigentlich selber schuld. Ich habe mir den Anhänger hier noch mitgenommen, der in der letzten Karte noch da im Wald stand. Und der LKW ist einfach nicht dafür gemacht. Also das ist der LKW, den wir ganz am Anfang hatten. Da weiß ich noch ganz genau, wir hatten richtig Probleme, wir sind manchmal stecken geblieben und so Sachen und. Grauenhaft. Aber wir machen. Wir ziehen es durch, wir tanken jetzt kurz. Und dann fahren wir hier hinter. Aber den Anhänger stelle ich hinten ab, natürlich. Hier irgendwo. In der Kreuzung. Und repariere dann den LKW. Ja. Treibstoff kann in die Dinger hier nicht rein. Das finde ich. Ja, klar, schade, bisschen, aber klar, ne? Also, man soll ja auch einen Treibstoffanhänger damit genommen werden. Wäre cool, wenn man dann an so einem LKW noch einen Treibstoffanhänger dranhängt. Dann hätte man eigentlich alles in einem. Aber ich finde, so sieht es auch ganz cool aus, so. Riesen Reparaturkolonne hier. Oh. Sorry. Weiter geht's. Wenn wir das packen hier. Genau, so Sachen passieren nämlich hier schon. Ja, so ein bisschen bleiben wir schon hängen. Das ist eine Quälerei, ich sag's euch. Aber wir ziehen es durch, ich habe den Anhänger jetzt dabei, den nehme ich wieder mit bis zurück zur Garage. Um dann da die Ecke zu stellen und zu tunen oder so. Guckt euch das an. Wir kommen in keinem Matsch irgendwie voran. Schrecklich. Sobald da feste Straße ist, geht's wieder rum. Wir haben auch kein Allrad, ne? Wir haben nur die Differentialsperre und die macht halt nur hinten die zwei Achsen. Vorne sind wir halt immer nur noch am Lenken. Das ist eine Sache. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir alles reingebaut haben. Ich glaube, Getriebe konnten wir uns nicht leisten, ne? Motor hatten wir noch oder sowas? Oder haben wir Getriebe? Ne, Differentialsperre haben wir gekauft, ne? Ah, ich weiß nicht, ob wir überhaupt was gekauft haben. Das ist schon krass, wie wir mit Big Blue hier drüber düsen, ne? Der macht das gar nichts mit seinem Motor. Und Reifen und Getriebe. Und dann mit dem hier. Kleinste Matschpfütze, sowas hier. Sofort stecken bleiben. Nur minimal belastend ist das. Minimal. Ich weiß auch nicht, die Unterschiede zwischen dem Reparaturtruck und einem Anhänger mit zwei Holz drauf. Ich weiß es nicht. Wie das Gewichtsunterschied ist, ob das krass ist hier. Ob diese Reparaturdinger extra schwer sind, damit man da auch gute Trucks nehmen muss für. Oder damit das Reparieren nicht so einfach gemacht ist. Ich weiß es nicht. Müsste man sich reinlesen, aber habe ich da irgendwie so großes Interesse auch nicht dran. Und übrigens, weil das hier sieht mir ziemlich matschig aus hier oben. Das hier vorne auch. Irgendwie sehe ich jetzt wieder in jeder kleinen Matsche einen riesen See, wenn wir nicht durchkommen. Aber ich lass mich nicht. Nee, nee. Wir fahren schon weiter. Bis zum zweiten Tanktruck da hinten und dann. LKW, sorry. Wir haben hier nur einen Tanktruck. So wie der Anhänger rumhüpft, kann ja nicht schwer sein, ja? Das kann ja nicht viel sein. So munter wie der drauf ist hier schon wieder. So.
bin ich gespannt, wie sich der fährt, ne? Also Twin Steering sagt ja schon, dass der doppelte Lenkung hat vorne. Wahrscheinlich werden alle vier Räder vorne lenken. Oh, nicht stecken bleiben. Weiter, weiter. Nein. Okay, das Spiel kurz gehangen. Wie können wir uns jetzt vorziehen? Mit dem hier. Jawohl. Ah, es langt da schon. Also für Truck-Fans wäre das schon was hier, also. Bäume, das ist nicht so gut. Lustigste wird halt nachher mit dem hinten durch diese Matschpfützen zu fahren. Den letzten Weg da, der da links rüber geht. Das wird ein Spaß. Ich freue mich jetzt schon drauf. Yay! Das Spiel hängt ein bisschen. Wir haben auch eigentlich schon 40 FPS. Ich weiß nicht, was los ist. Oh, der Anhänger ist am Baum hängen geblieben. Sorry. Das war nicht extra. So, nachtanken. Haben wir den Scout-Tankauflieger noch hinten? Nicht Auflieger, Tankanhänger. Oder doch ein Auflieger? Weiß nicht. Noch hinten stehen bei dem LKW? Das wäre auf einen großen Vorteil, wenn ich mit dem hier nochmal tanken müsste. Wenn das wirklich jetzt eine Quälerei gibt da hinten durch. Würde ich mir gleich angucken. Und ich will mit ADAC halt hin und her fahren und dann wieder auftanken. Da liegt wieder ein Baum. Durchgeflitzt ohne Probleme. Das ist ein Problem.
Okay, das hier macht mir doch ein bisschen Hoffnung. Also, wenn wir hier so ein bisschen durch den Matsch hindurchkommen, vielleicht wird das da hinten doch nicht so schlimm. Ich bete ja dafür. Oh nein. Auch nicht umfallen, bitte. Danke. Heilige. Okay, was ist jetzt hier die Pfütze? Weiß ich nicht, sollen wir da. Komm, wir fahren mal lieber außen rum, ne? Das ist vielleicht nicht so. Können wir uns diese Leine, das Zugseil ersparen für. Hier haben wir den hingefahren. Oder ist das nur einer von denen? Ne, der andere steht noch da hinten, ne? Ja, 40%. Was mache ich? So. Den müssen wir hier noch nicht tanken. Dann fahren wir da hinten. Dann stellen wir den Anhänger hier an der Seite ab, wenn keiner stört. Wir gucken mal, was wir hier machen können. Sorry! Sorry, sorry. Oh, jetzt geht's los. Die Sperre hilft? Okay, die Sperre hilft. Gut. Wenn sie hilft, dann hilft sie. Hatte den LKW habe ich damals einfach aufgegeben, ne? Wir hatten Big Blue bekommen. Ich war so froh, dass wir den bekommen haben. Weil ich mit dem einfach in Michigan die ganze Zeit festgehangen habe. Und ich fall auch gleich wieder um hier. Meine Güte, komm. Super da jetzt. Aber jetzt denke ich mir so, wenn wir den ein bisschen peppen noch, ein bisschen aufbereiten, dann wird das bestimmt ganz gut, oder? So, jetzt kommt nämlich das Problem. Jetzt müssen wir weit genug kommen, damit wir uns irgendwo ranhangeln können, irgendwo ziehen können. Keine Stimme. Ja, an den Kleinen hier. Sehr gut. So, jetzt. Ah, schau mal an. Sehr gut, sehr gut. Da muss der Baum nur nachgewachsen sein, bis wir wiederkommen. Oh, wir können ja mal versuchen, mit dem Großen den hier abzuschleppen. Vielleicht funktioniert das ja besser dann. Obwohl, ich glaube, der Große braucht einen Abschlepper. Wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass er mit diesem riesen Auflieger, oder was er da hinten drauf hat, diesem Spezialbett, dass der da weit kommt mit. Oh je, wo häng ich denn jetzt?
Ist das der dreckige Busch da hinten? In dem wir hängen oder was? Das war jetzt nicht das, was ich wollte, aber okay. Richtig krass festgehauen. Mann. Du hast selber jetzt reingefahren, ne? Selber schuld. Trottel du. Da hinten steht er schon. Boah, ich bin mal gespannt, was der für Geräusche macht. Und wie der sich bewegt. Dass wir in den Bohrplattformen hier nichts abholen können, weil die Teile, die da rauskommen anscheinend, zu groß sind, lässt mich ja schon darauf spekulieren, dass wir mit dem dann irgendwelche Sachen da abholen müssen. Okay. Okay. Endspurt, Leute. Das ist gerade tiefe Löcher hinterlassen hier. Das gefällt mir gar nicht. So. Dann reparieren wir mal. Jetzt. Das wäre ernsthaft. Und jetzt? Noch nachtanken. Okay, wir haben uns festgefahren. Ja. Hey, was ist jetzt denn? Was sollen wir denn jetzt machen? Bin ein bisschen verwirrt. Repariere den Western Star 6900 CS. Haben wir gemacht.
Oder fehlt mir jetzt noch ein Reifen? Sag bloß, dir fehlt noch ein Reifen. Lege Reifen kann man auch. Ah, da hat noch was gefehlt, hab's nicht gesehen. Aha. Schau dir das an, ich habe es tatsächlich geschafft, den alten Mädel wieder Leben einzuhauchen. Den Besitzer konnten wir leider nicht ausfindig machen, also geben wir ihm ein neues Zuhause. Danke, Kollege. So, bin mal gespannt. Zeig mal hier, was das Ding ist. Wie er so fährt, was er so macht. Truck wechseln, bergen, Fracht entfernen. Hat er hinten so ein Ding zum Ausklappen, wo man hinlegen kann? Das wäre ja mal der Obershit. Der lenkt wirklich vorne mit zwei. Hat der einen Riesenmotor? Und er hat Diffsperre. Er hat nur hinten Antrieb? Willst du mich verarschen? Wenn wir den nicht tunen können, ne? Oh, dankeschön. So, mal gucken, ob wir da rauskommen irgendwie. Genau, sondern dass wir jetzt die Straße voll versperren. Gar nichts mehr geht. Und mit dem können wir keine kleinen, kribbeligen Straßen langfahren. Das geht nur große Straßen mit. Alter Verwalter. Aber er schiebt gut. Ja, ein bisschen Matsche. Ja, macht er. Da bin ich schon mal gespannt, ob wir den für irgendwas gebrauchen können. Sollen. Achtung, Truck mit Überlänge. Hammer. Das ist also bestimmt eine Spezialanfertigung, oder? Ist ja ein Western Star. 6900, ich glaube, den haben wir auch. Oder den kennen wir. Und dann ist ein Twin Steer, also das ist irgendwie eine Spezialanfertigung. Auf jeden Fall mega, das Ding. Heilige. Was ein Koloss. Ich bin gerade mit der Kamera komplett rausgezoomt, ne? Normalerweise sieht man ja den Anhänger von einem normalen Truck noch. Aber das hier. Uiuiuiui. Ja, jetzt bin ich mal gespannt hier mit dem Loch. Geht's voran? Okay, wir dürfen nur nicht stehen bleiben und irgendwo stecken bleiben. Okay. Verstanden. Und wenn wir irgendwo anhalten, wo es fest ist, ist alles gut. Er fährt ja einfach durch ohne Problem. Die Reifen werden mega gut sein für Schlamm und so. Für Offroad. Oh. Leichte Schräglage. Ja, eigentlich wollte ich den anderen abschleppen, ne? Ah, egal. Egal.
Ja, da wäre ich nicht rumgekommen, das wäre zu steil gewesen, glaube ich. Da fahre ich lieber so ein bisschen abkürzeln hier, zack. So, wo stellen wir den Halunken jetzt hin? Hier rückwärts da ins Gebüsch, hä? Ja. Sehr schön. Alter Verwalter, was ein Monster. Ne, das wollte ich nicht. Motor aus. So, Truck wechseln. Scouty? Was machst du eigentlich? Du hast noch Sprit dabei. Gut. Ich stehe mal ein bisschen auf die Seite. Mitten auf der Kreuzung muss er ja nicht rumstehen. Hier steht er genauso gut. So, jetzt ist die Frage, sollen wir den mitnehmen? Den Scout, lassen wir den hier stehen. Was wollen wir denn noch machen? Wir wollten noch hier hinten die Antenne besichtigen. Das mache ich aber mit dem anderen. Ist der noch hier drüben oder haben wir den schon zurückgefahren? Wer ist noch da? Okay, Chefi. Mit Chefi zurück und fahren wir mal zur Antenne. Bin mir sicher, dass wir die alte Antenne, die umgefallen ist, abbauen müssen. Um die neue dann aufzubauen. Glieder. So, und wieder zurück. Wieder Ladebildschirm. Tag der Ladebildschirme hier. Wunderbar. Hey, die Brücke ist schon operiert. Zeig das mal richtig an, Mann. So, ja. Allrad rein hier. Jetzt geht es nämlich voran hier. Von dem ganzen Weg zurück. Ist unterwegs noch irgendwas, was wir machen können? Signal in den Bergen haben wir. Konzernwachstum, was war das eigentlich? Haben wir das schon angenommen? Da ist noch eine Brücke. Haben wir das noch gar nicht angenommen? Unglaublich. Big Blue müssen wir los. Und Holz holen. Okay. Wir müssen hier runter, dann fahren wir kurz die Aufgabe an. Dann fahren wir zum Turm. Okay. Ab über die neu gebauten Brücken. Von uns neu gebauten Brücken. Wir machen ja mittlerweile alles hier in der Region. Von Hausrenovierung oder Hotelrenovierung bis im Matsch versinken. Jawohl. Boah. Okay. Gerade dachte ich, bin weg. Ah, ging noch. Bin noch da.
Das kann der Hubbel. Aber langsam machen hier, genau. Wollen nicht im Sumpf versinken hier. Den Chevy kriegen wir, glaube ich, nur einmal. Ich weiß nicht, ob wir den kaufen können. Also ich glaube schon, ja, aber das ist halt der Chevy, ne? Wenn wir den verlieren. Dann wäre ich traurig. Alles bekleidet von Anfang an. Einfach alles mitgemacht. So. Haben wir tanken. War knapp. Wie so ein Mördersprung. Dann wegbounce und federt und die fallen wir um und liegen da. Obwohl, wir haben ja Elektro. Ha! Haben wir ganz vergessen, wir haben die elektrische Seilwinde, ne? Wenn da ein Baum im Weg ist oder in der Nähe ist. Alles gut. Oh, Angebot. Hey, ich bin's wieder, Tony. Tony, wir haben ein neues Ölgebiet gefunden und wollen dort Testbohrungen machen, aber du ahnst es schon, ohne Brücke kriegt man keine Ausrüstung dahin. Können wir auf dich zählen? Na klar, Tony. Tony ist ein guter Arbeitgeber. Konzernwachstum. Da ist eine Holzstation. Ihr wollt mich verarschen. Ich habe das Holz von da ganz hinten geholt. Okay, okay, der Weg ist jetzt nicht viel weiter. Aber wir hätten hier holen können. Okay. Gut, dass wir Big Blue noch hier haben. Dann können wir Holz ja hier holen. Okay, beinahe wäre ich wütend geworden. Die Holzstation wurde vom Turm nicht aufgedeckt. Da hinten war ein Platz und ich dachte mir, okay, da ist nur eine doofe Fahne. Wird schon alles gut sein. Hätte ich das gewusst, hätte ich das ganze Holz hier geholt. Obwohl, wir hätten noch einen Anhänger holen müssen. Ne? Den Anhänger hätten wir eh holen müssen. Okay. So schlimm war es jetzt nicht. Ja. Die Strecke da hinten zu fahren ist ja super. Jetzt weiß ich nicht, ob es hier quer über das Moorfeld da, ob es da genauso gut ist. Das werden wir dann sehen. Aber da fahren wir ohne Anhänger hin. So. Letzte Möglichkeit zu tanken. Da ganz vorne. Oder tanken wir hier und fahren hier hoch. Ja, okay. Wir tanken hier nochmal. Könnt ihr auch das Dach nachtanken, ne? Hätten wir noch ein bisschen mehr dabei. Zuck. Jawohl. So. Weg ist markiert. Wir wissen, wo es lang geht.
Okay. Ganz ruhig. Wir entspannen uns alle wieder. Kann schon sehen von hier. Ich habe immer noch kein Handy empfangen hier. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht mit. Theorien haben wir ja schon. Oder ich habe schon welche. Das ist so eine Sache, ne? Allrad Diffbar rein. Okay. Mit der Winde geht das, aber jetzt müssen wir auch wieder rauskommen hier aus dem Schlampes. Bitte. Sehr gut. Was er Matsch wirft, alles dreckig. Ah. Mann. Jo, das ist der Turm. Ein Haufen Schrott, wenn du mich fragst. Wir hätten ihn schon längst austauschen sollen. Müssen aber fürs Erste noch mit dem arbeiten, was da ist. Okay, annehmen. Aufgabe anzeigen, wie ich mir dachte. Unterstützte Antenne. Also wir können uns keine Reparatur der Fernsehantenne leisten und müssen es selbst übernehmen. Ich möchte dich also bitten, einiges an Ausrüstung hochzubringen. Okay. Gucken wir uns kurz an. Frachtcontainer. Ah, ha! Wer hat's gewusst? Einen Container holen gehen. Okay, also, was machen wir zuerst? Big Blue muss erstmal hier hinter, hä? Krantrack empfohlen? Okay. Dann müssen wir erst Holz holen. Gut, dann Verfolgung starten. Gehen wir mal Holz holen. Moment. Den Anhänger. Ziehen wir den mit. Am besten, ne? Also den Weg mitnehmen, aber nicht über den. Über das Feld da. Oh, jetzt gibt's wieder Anhänger geknutsche. Ja. Okay. Gut, dann. Füßen wir mal hinter.
kurz gucken. Wir müssen hier rechts schon rein. Dann tanken wir hier und stellen den Anhänger da vorne ab. Wir sind ganz hinter. Okay. Okay, Anhänger, mach was du willst. Ist alt genug. Liegt der Anhänger schon wieder da rum? So. Stellen wir den mal so weit wie möglich an die Seite. Dass noch einer durch will. Wir kämpfen uns mal hier durch die Schlammpampen. Ah, so sieht's. So schlimm sieht's eigentlich von hier jetzt noch gar nicht aus. Die Glue regelt ja oft. Fällt nie um. So, ein paar Mal haben wir schon umgeschmissen, ne? Eins, zweimal. Aber das war ein bisschen extremer als hier. Okay, Beet, hier was Holz drüber, machen uns alles kaputt. Doch nicht, okay. Matschlöcher hier, meine Güte. Durch, durch, durch. Was für einen Krantrag braucht man da? Da war doch gar nichts. Da war doch nur das gelbe Kästchen, wenn man sich angucken kann. Ich hab da keine Kiste gesehen, keine Ahnung. Wir spawnen die auch erst, wenn man die Mission richtig annimmt, wenn man noch ausgewählt hat. Beim Krantrag bin ich mir immer noch nicht sicher, ne, wo der jetzt raufkommt. So, die hätten wir mal. Weiter geht's. Einmal zurück. Und dann noch eine Brücke bauen. Ja, schon, wie viele Brücken haben wir jetzt gebaut? 5 Stück dann? Eieieiei. Okay. Moment, wo kommen wir hier lang fahren? Kommen wir hier? Ja, ne? Das kriegen wir halt hin. Oder doch? Ah, kriegen wir doch hin, ne? Das kriegen wir hin, oder? Komm. Wir sind Abenteuer. Ich meine, das ist bezahlte Arbeit, aber wir können ja ein bisschen Spaß haben, oder? Das kriegen wir schon hin. Der Weg ist doch wie für uns gemacht. Auch wenn es gerade richtig gerugelt hat. Keine Ahnung, was ist los. Aber hier sind wir doch schon lang gefahren mit unserem Scout und haben den
den Turm geholt und alles. Dann haben wir die Aufgabe nicht angenommen. Das ist komisch. Da sind wir doch schon. Ja, das ist richtig Zeit gespart hier. Und Spaß gemacht. So, wieder mal eine Brücke hier. Super. Entladen. Leichtes Geld, Jungs, leichtes Geld. Sehr schön. Wo wollen die jetzt bohren? Wollen die hier bohren oder was? Hier und da wollen sie bohren oder was? Und da hinten? Nee. Das sind einfach andere Plätze, die da sind, ne? Da wollen sie nicht bohren. Die wollen woanders da bohren, auf einer anderen Karte. Ich weiß nicht. Weil das hier sieht mir ziemlich gleich aus. Mit anderen Dingern da. Die einfach copy-paste hier eingefügt wurden. Okay. Ja, aber jetzt passiert nichts mehr Spannendes. Deswegen würde ich sagen, enden wir die Folge hier. Und beim nächsten Mal gucken wir dann, wo wir es weitermachen. Einen Krantrag bräuchten wir hier. Wir könnten noch das Upgrade holen da hinten. Das wäre ein Ding. Das habe ich ganz übersehen. Können wir das noch machen? Da habe ich den Chevy habe ich dahinter gefahren, ne? Jetzt müsste ich dann mit dem ADAC-Truck noch hin. Okay. Wir versuchen es. Wenn wir stecken bleiben, müssen wir halt bergen. Aber ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Das sah ziemlich matschig aus. Das war, das ist ganz schön rumgeflogen, muss ich jetzt schon sagen. Allrad, komm, auf. Nicht umkippen, danke. Zeit verschwenden hier. Irgendwo anhängen hier. Jawohl. Muss ich nur zu helfen wissen, ja? Kurz anhalten. So, wo können wir da lang fahren? Hier ist wahrscheinlich. Wir gucken mal. Wahrscheinlich nicht der beste Weg sein. Von hinten von den Häusern her ist glaube ich besser.
Wohin? Hier? Ne. Wenn das da hinten auch so aussieht, dann können, können wir es vergessen. Das kriegen wir nicht hin. Das ist ja überall so. Also klar habe ich eine Winde und so, aber dann müssten wir uns ja pur mit der Winde bewegen. Vielleicht täusche ich mich, aber hier sieht es noch krass aus. Vielleicht kommen wir hier lang, ohne zu versinken. Sehr gut. Ohne umzukippen. Das ist eine Sache immer. Woll. Ha. Für den Truck verfügbar? HET6V 5.0. Dieser in hohem Maße individuell angepasste Motor wurde in einer bekannten Tuning-Werkstatt hergestellt. Respektable Leistung und ungesunder Kraftstoffverbrauch. Okay. Truckliste anzeigen. Fußgänger noch ein Chevy. Okay. Wir haben jetzt noch einen Motor, der noch stärker ist. Oder der individuell an uns angepasst ist. Gespannt, ob ich das nächste Mal, ich habe keine Ahnung, wann ich das nächste Mal einen der Scouts wieder aufpäpple. Und ob ich es dann überhaupt noch weiß. Das ist so eine Sache. Okay, so. Reparaturtruck und Scout stehen hier hinten. Das ist sehr gut. Aber jetzt mache ich wirklich Schluss. Jetzt haben wir ja nichts mehr hier. Hier ist nichts mehr. Außer das mit dem Krantrag hier. Dann Island. Achso, waren wir. Drummond Island. Haben wir auch noch nur noch Krantrag-Missionen, ne? Krantrag empfohlen. Krantrag empfohlen. Talsperre, was gibt's da noch? Bedrohlicher Unfall. Wir haben Zeitrennen. Offroad Truck. Über den Fluss. Stimmt, da war noch was. Wir sollten irgendwas abholen, ne? Schiebelader auf Liga, genau. Den hier. Und hier drüben wollte jemand was bauen. Das können wir nächstes Mal mal angehen. Müssen wir nur gucken, mit was für einem Truck wir rüberfahren. Wahrscheinlich mit, ja. Natürlich mit dem Big Blue. Verlorene Säcke ist Kran-Truck. Michigan Rennen. Das sind irgendwelche Sachen. Okay. Nicht weit von hier ist eine andere Rasse. Das könnten wir auch machen. Ist ja kein Rennen, also. Bedrohlicher Unfall. Das ist auch Krantrack. So. Black River. Was haben wir da noch? Verschwundene Maschine. Krantrack. King of the Hill. Scout. Okay. Ah ja, dann ziehen wir morgen mal den Anhänger rüber auf die Insel. Und nehmen dann den Scout und düsen mal einmal alles ab. Hä? Jo, okay. Dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß. Das nächste Mal wird spannend, ob wir das schaffen mit dem auf die Insel ziehen. Ich habe es nämlich nicht gesehen, wie viel Wasser das ist. Oder ich weiß es nicht mehr, wie viel Wasser das ist. Ja, Spannung ist groß. Bis dahin. Ciao.